Ja, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einem. Ihr glaubt es nicht. Crate Opening. Das gibt's nicht. Er macht mal wieder Kisten auf. Ja, es ist lange her. Das letzte Mal bei CSGO und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Wir machen 12 auf und in der nächsten Folge machen wir dann die restlichen 20 auf. Ihr werdet im Hintergrund öfters mal meinen Vogel hören. Verspreche ich euch. Und ich würde sagen, los geht's. Ich hoffe, dass wir aus den 12 oder aus den nächsten 20 mal was Besonderes bekommen. Nicht immer nur diesen Standard-E-Kack. Und wir bekommen. Oh, Mystery Tickets. Oh mein Gott, in der ersten! Bitte, bitte, bitte. 4 Tabu, der ist für dich, Tabu. Alter. Oh. Der ist auch noch zertifiziert. Scheiße. Halt die Tür fest. Jetzt verlässt dich. Oh mein Gott. Spielmacher. Torvorlagen. Ah, okay, geht noch, aber. Ohne Witz. Alter, was ist das? Was ist das? Halt die Tür fest. Okay, wir machen. Naja, also für mich ist dieses Trade-up. Connor, halt die Fresse. So heißt übrigens mein Vogel. Alter. In der ersten Slipstream. Also Hexed wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte eigentlich auf Hexed gehen. Ja, und danach kommt erstmal neun Leben. Alter, ich habe noch nie. Ich glaube, ich habe einmal was Goldenes gezogen. Ich habe bestimmt schon weit über 200 Kisten aufgemacht. Aber das. Alter. Mal ohne Witz. So. Wer von den großen YouTubern hat es mal geschafft im ersten? Ja. In der ersten Kiste was Ordentliches zu ziehen. Ja, von den anderen rede ich jetzt erst gar nicht, was da jetzt gerade so kommt. Das ist nicht erwähnenswert. Aber vielleicht kriegen wir ja noch mal was Gutes raus. Carbonated. Ja, das für ein Auto, was ich selber nicht benutze. Aber da noch zertifiziert, also mir hätte es ja so schon gereicht, ne? Aber, hallo. Alter, ich wollte gerade den ersten Schluck von meinem Bier nehmen, gell, und dann das. Ja, und jetzt kommt dann, glaube ich, nur noch Scheiße. Jawohl. Oder wird's, wer fährt die Karre? Wer? Und ja, das im Hintergrund jetzt, der Dominos, das ist mein Hauptauto mit Arcana, heißt das, glaube ich. Ja. Oh, Mystery Deacon. X-Devil-Schlangenhaut. So, wir können noch 6 Kisten machen wir noch auf. Aber ohne Witz im ersten Alter. Was ist das? Was ist das? Okay. Poli nehme ich gerne an. Ist nicht schlecht für Trade-Ups. Zweitens habe ich keinen Poli zurzeit. Ja, danke. Okay, noch 5 Kisten. Dafür möchte ich jetzt. Ich battle noch. Hab noch nie um Likes gebettelt. Ja, okay, Warlock. Aber dafür will ich einen Daumen hoch sehen, meine Freunde. Dafür will ich einen Daumen hoch sehen. Ohne Witz, was ist das? Okay, aber jetzt müssen wir kommen in den 4 Kisten. Ein Import oder ein Exotic. Ja. Merknaval, alles klar. Ich fahr die Kiste noch nicht mal. Ist auch noch 3 Kisten. Alter, was sind die Chancen? Ja, das hat bestimmt noch nie einer geschafft. Rawtalk XL? Nehme ich. Fahre ich zwar nicht, weil ich habe den normalen Rawtalk und naja. So, noch 2 Kisten, meine Freunde. Jetzt wird es langsam eng. Aber bis jetzt war es ja noch ganz gut. Ich mache den dann drauf. Und nochmal den Rawtalk. Back to back, wie man es nennt. Nicht schlecht.
So, letzte Kiste für dieses Case-Opening. Dann beim nächsten machen wir dann die 20. Slipstream, Alter, was ist los? Gehext wäre mir echt lieber gewesen, aber naja. Und nochmal Poli. Poli, Poli, Poli. Oh shit. Water. So, mal gucken. Ah, hier können wir schon mal ein Trade-Up machen. Das klatscht mal gleich rein. Das braucht eh kein Schwein. Power weg. Danke. So, Poli brauche ich nicht. XD brauche ich nicht. Ja. Was kann ich denn drinnen lassen? Ja. Ach, wir lassen mal einen so einen Poli noch da. Ich wollte eh Poli behalten. Ach, das ist der Oxtain. Ja, nee. Ah, nee, brauche ich jetzt eh nicht mehr. Und. Also, was können wir eigentlich kriegen? Ja, das ist irrelevant, was wir daraus bekommen. Pixelfire. So, warte. Pixelfire, dann haben wir noch die zwei, das ist ganz gut. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ja, ich klatsche den jetzt einfach mal drauf. Auto anpassen. Slipstream. Sieht ja an sich jetzt nicht allzu verkehrt aus, ne? Ich glaube, Slipstream ist mit einer der schlimmsten von den Zertifizierten, oder? Ich muss mal jetzt gucken hier bei dem. Ja, okay, da müsste man. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ich glaube, wenn wir das jetzt mal hier. Ich weiß nicht, wie es die Profis machen. So oder was? Ich weiß es nicht, wie die das meinen. Ich muss mir das dann selber noch angucken, aber hallo. Also es ist schon nicht schlecht, ey. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich kann mich jetzt nicht drüber beschweren. Weil er macht das erst. Schafft das erstmal. Schön, dass man kann er ja jetzt sämtliche Farben jetzt hier so benutzen. Aber ich glaube halt Slipstream, wir können ja mal kurz gucken. Falls sich jemand orientieren möchte, das ist der Guide, den ich benutze hier. Rocket League Trading Price Up der Daily von hier von Gulli BB. Black Market Deals. Hier ist Slipstream. 8K kriege ich dafür. Das ist mit der. Neben Labyrinth ist es der, der am wenigsten bekommt. Aber halt die Tür fest, ne? Aus der ersten. Der erste. Ja, und Torvorlagen macht man ja auch schon mal öfters, mag ja. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch was ausdenken, wie ich den so am besten verwenden kann, weil ich möchte schon gern das Rot, besonders das Rot möchte ich eigentlich behalten. Ich möchte jetzt auch nicht, dass das irgendwie so untergeht. Schön, wenn man aus dem Rot ein bisschen mehr raushören könnte. Gut, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und hier würde ich dann eigentlich. Hier könnte man eigentlich so ein schönes Türkis reinmachen. Ja, oder auch nicht. Ja, naja. Gut, mein Freund, das war's fürs erste Case Opening. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es nächste aufgeht. Haut rein!